Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening und heute öffnen wir eine Exclusive Collectible Tin aus dem Jahre 2009 und zwar die Jack-Variante. Für alle Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was das überhaupt für Tins sind, weil es gab ja 2009 allgemein ja auch eine Welle 1 und Welle 2 Tin, die einmal die Werkzeugdrache und die antike Feendrache war und dann bei den anderen halt unter anderem, die wir schon aufgemacht haben, die erdgebundene und sterbliche Tin und die majestätische Sterndrache Tin. Parallel dazu gab es noch so einen amerikanisch-exklusiven Deal zwischen einigen der Einzelhändler und Konami, wo dann allgemein spezifisch für die Läden designte Tins erstellt worden sind. Da war einmal für Walmart, da gab es die Crow Hogan Tin, für Target gab es Yusei Fudo, für Toys R Us gab es Leon und Luna und für die Hobby Stores gab es diese Tin. Und das wird zwar toll eigentlich, in dem Jahr gab es quasi 8 Tins. Der Content ist relativ ähnlich zu den anderen Tins. Ich habe schon mal, by the way, so eine Tin aufgemacht, aber hier nicht auf dem Kanal, sondern ich glaube, das war entweder als Vorbereitung für das beste Opening aller Zeiten oder das war einfach noch davor gewesen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wann das war. Deswegen habe ich schon eine davon. Das ist auch die einzige, die ich bisher aufgemacht hatte. Jetzt habe ich mittlerweile eine zweite dran. Das ist quasi eine amerikanische exklusive Tin. Die gab es hier in Deutschland auf Deutsch gar nicht, weil es explizit für die halt vorgebaut wurde, mehr oder weniger. Und ja, ich freue mich auf das Opening. Ich hoffe, wir kriegen mal wieder so eine Holo. Das ist immer ein guter Schnitt, eine Holo rauszubekommen. Wie auch bei den anderen 2009er-Tin haben wir hier halt diese Deck-Trenn-Dinger da drin und halt diese etwas labbrigeren Sleeves, die ich schön finde, eigentlich mal so um 8 bis 9 Karten einfach zusammen irgendwo reinzupacken, wo man irgendwie was verkaufen will. Das ist ganz praktisch. Und wir haben eine Promo, das ist der XX-Säbel Gotthams hier, der ursprünglich in Ancient Prophecy rauskam. Und dann haben wir hier noch zwei Ancient Prophecy Booster selbst. Vielleicht ziehen wir ihn da auch nochmal raus. Wir hatten letzter Zeit ein bisschen Glück bei den Retro-Openings, dass wir dauernd mal einen gezogen haben, der sowieso in der Tin drin war. Eine Crimson Crisis, ein Raging Battle und ein Crossroads of Chaos, was ziemlich coole Oldschool-Sets sind. Das sind so, ja, die ersten, was sind das? 1, 2, 3, 4, minus die Duelist Genesis, quasi 2 bis 5 der ersten Sets, die damals rausgekommen sind, zur 5Ds-Zeit. Und ja, das ist doch mal was Schönes. Schauen wir uns auch einmal an, unsere Secret Rare, die wir hier haben, den X-Saber Gotthams. Das ist natürlich amerikanisches Secret Rare-Effekt ein bisschen, aber damals war der halt noch nicht so krass, glaube ich, wie er heutzutage ist. Aber man kennt diesen schönen Secret Rare-Effekt hier auf jeden Fall. Goodie, und dann steigen wir ein. First Edition. Das war damals noch die Zeit, wo man noch erste Auflage reingepackt hat in die Tins, ne? Das ist auch nochmal mit Zeit gewesen. Da haben wir hier diese Decktrenner, da kann man das sich hier zusammenbauen, dass man hier quasi ein Deck hinlegen kann, also quasi Deckbox. Und dann hat man halt diese, ich glaube, sind das 25? Ich glaube, das sind 25 Hüllen, dieser 5Ds-Hüllen. Dann das Ding mal hier raus. Stellen wir uns diese schöne Tin hier nach vorne hin, ins Bild. Und den Gotthams hier nach vorne. Und dann schauen wir mal, was ich hier draus bekomme. Wir haben zweimal First Edition, erste Auflage Ancient Prophecy. Sehr interessant. Sind das noch die für ein Upper Deck eigentlich? USA, blablabla, bla bla bla. Boah, das gucken wir uns gleich nochmal an. Raging Battle, Crimson Crisis und Crossroads of Chaos. Das ist von, nee, das ist Konami, oder? Ja, das ist von Konami schon, das sind also quasi Reprints. Außer der Ancient Prophecy, das ist natürlich. Sind die vielleicht gemischt teilweise sogar? Ich weiß ich gar nicht. Nee, Konami Digital auch. Oh, nö, also alles von Konami. Ich würde sagen, so wie wir es bei den anderen auch machen, haben wir einen Ancient Prophecy nach hinten. So, dass wir ein bisschen Abwechslung haben und dann öffnen wir diese 5 nach der Reihenfolge und hoffen halt, dass wir eine Holo kriegen. Bei den amerikanischen aus der Zeit ist es oft so, um dieses Set-Alter herum, um diese Set-Zeit, dass gerne mal, das Ding ganz schön lang ist, und dass gerne mal die Rare hinter der Holo kommt, was sie sich auch immer damals dabei gedacht haben. Weiß ich nicht, ich finde es schön, First Edition zu haben. First Edition Ghost Rare, Ancient Prophecy, Antike Feendrache wäre schon richtig geil. Ach du Kacke, sind die gebändet. Ancient Crimson Ape, Genetic Woman, Shark Cruiser, Hydro Pressure Cannon, Psychic Emperor, Sunny Pixie, Quakimiro Hydro Barrier, Sunlight Unicorn und Damage Translation. Da haben wir gleich ein paar Karten, die auch später in dem Adventskalender drin waren. Dem 5Ds Adventskalender. Dann Raging Battle. Also, wenn wir eine Ulti oder eine Ghost ziehen würden, das wäre schon richtig schön. Das wäre halt, ach, schön oldschool. Overdoom Line. Ach, Alter, die sind tatsächlich richtig hart gewendet. Die haben ordentlich Weg hinter sich, würde ich mal sagen. Overdoom Line, Hedge Guard, Blackwing Collude the Moon Shadow. Das ist eine gute Common. Und dann haben wir als Super Rare Level Warrior. Ha, sehr cool. Eine Super Rare.
Nehme ich gerne mit. Oldschool, super. Sehr nice. Und oh, das ist eine gute Rare für damals gewesen. Das ist eine gute Side-Deck oder auch Main-Deck-Karte gewesen, je nachdem Format. Ich glaube, das letzte Mal, dass sie wirklich relevant war, war zu der Zeit 2012, als Dino Rabbit unterwegs war. Das war also eine gute Karte, weil man, wenn der Gegner eine Lage hatte, konnte man ihn einfach setzen. Und wenn der Lage angegriffen hat, dann konnte man einfach zerstören, weil er ihn nicht annullieren konnte. Und weil er halt, er ist quasi ein ja, Menschenfresser-Käfer, bloß mit 1900 Verteidigungspunkten. Und es ist kein Flip-Effekt, es ist so ein Trigger-Effekt, der sich triggert. Sehr, sehr cool. Das ist eine coole Rare. Natural Tune, Mennonian Centaur, Spined Gilman und Morphtronic Bind. Da sieht man auch richtig, wie hier noch die Textbox auch noch so richtig dunkel war damals. Jetzt kann man, glaube ich, auf Duelist Revolution kam ja so ein bisschen das Update, sodass der Text ein bisschen heller wurde. Crimson Curse geht einfach auf. Ich erinnere mich immer bei diesem Set an die Misprint Ghost Rare aus unserem geilen Opening. Die habe ich immer noch. Verdant Sanctuary, Morphtronic Borden, Descending Lost Star, Hydro Viper, haben wir Blackwing Gale, The Whirlwind, wow. Passend zu unserem Kalut, gute Rare. Morphtronic Mix-Up, Assault Teleport, Morphtronic Map und Blackwing Border the Spear. Wow! Sehr nice, wir ziehen hier einen guten Blackwing Core raus. Die lege ich auch auf jeden Fall raus, so geil. Sehr interessant, wie die einfach komplett unterschiedlich sind. Die kann man zusammenlegen, dann geht man so die perfekte Welle mehr oder weniger. Lustig. Drehen wir den auch nochmal wieder zurück und dann Crossroads of Chaos. Oh. Let's go. Davon habe ich echt nicht so viel aufgemacht bisher von dem Set. Pursuit Chaser. Synchro Strike. Cursed Fig. Iron Chain Blaster. Morphtronic Accelerator. Als Rare. Gadget Hauler. Ist eigentlich auch ein richtiger Gadget Monster. Plant Food Chain. Poison Chain. Und Morphtronic Cellphone. Leg ich dich raus. Du bist eigentlich eine ziemlich gute Karte für Morphtronics. Mit das Wichtigste, quasi. okay, letztes Pack. Dann nochmal Ancient Prophecy. Habe ich schon. Ich hab noch keine Ghost Rare Ancient Fairy Dragon. Ich habe eine Ultimate Rare. Ich glaube, die haben wir auch mal in einem der Openings gezogen. Aber ich habe keine in Ghost. Nur wäre auch ein bisschen übertrieben. Ich habe ein paar in Ultras auch schon gezogen, glaube ich, aus dem Set. Water Hazard, Armed Sea Hunter, Divine Dragon Aqua Bazaar. Oh mein Gott, das ist der dritte Turbo Cannon. Ich glaube, jetzt habe ich ein Playset davon. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir dieses Set aufmachen, gefühlt, ziehe ich immer ein Turbo Cannon aus Ancient Prophecy. Erste Auflage. Amerikanisch sieht ein bisschen merkwürdig aus. Der Deutsche ist ein bisschen seichter vom Effekt. Aber trotzdem sehr geil. Sehr, sehr nice. Und oh, Pseudospace. Sehr coole Karte. Ist momentan immer noch auf 3, glaube ich, oder? Die wurde sehr gerne gespielt zusammen mit Hemmung. Weil man sie einfach kopieren konnte. Kann man teilweise mit anderen guten Karten immer noch spielen, wo man den Effekt einfach kopieren kann. Slip of Fortune, Scary Morph, Quacky Mirror Boulder und Imperial Custom. Kommen wir zum Recap. Wir haben drei coole Commons, Morphtronic Cellphone, Blackwing Borrow the Spear und Blackwing Collude the Moonshadow. Bei den Rares haben wir Pseudospace, Morphtronic Accelerator, Blackwing Gale, The Whirlwind, Snowman Eater und Psychic Emperor. Dabei sind die beiden sehr, sehr gut. Einmal unser Promo, XX Saber Gotthams. Und dann haben wir zwei Super Rares gezogen, einmal Turbo Cannon aus Ancient Prophecy und einmal Level Warrior aus Raging Battle. Sehr cool, den habe ich noch gar nicht und damit habe ich hier mit meinem Playset voll. Ja, sehr cooles Opening. Zwei Holos. Sehr, sehr guter Schnitt. Kann man nicht meckern. Und ich hoffe, das wird weiter so gehen bei den künftigen Retro-Openings. Ich hoffe, ich kriege nochmal die anderen Tins an den Start. Die ist ein bisschen einfacher zu kriegen, die anderen sind ein bisschen schwieriger. Aber ich denke mal, innerhalb der nächsten Jahre werden wir es irgendwie hinkriegen, dass wir alle vier durchhaben. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.